Moin Tom, denkst du, Boris könnte diese Saison noch sein richtiges Profidebüt feiern? An der Physis fehlt es ja wohl noch extremst. Ja, aber never say never, wie Lothar Matthäus immer zu sagen pflegt. Keine Ahnung. Ich glaube, man hat ihn jetzt erstmal mitgenommen, um ihm das schmackhaft zu machen, damit er auch gar keine Wechselgedanken hegt. Aber der Auftritt, auch das war jetzt ein Testspiel gegen die dann ja ausgewechselte Mannschaft von Mechelen. Aber der kurze 30-Minuten-Auftritt hat mir gut gefallen. Ich würde fast sagen, er ist ein bisschen herausgestochen. Also, man weiß nie, auch wenn er gerade erst 16 geworden ist. Vielleicht wird er der jüngste Hertha-Spieler, Profispieler aller Zeiten. So, Jeremy Duziak. Wollt ihr mitlesen? Oder soll ich es einfach nur vorlesen? Komm, ich zeige euch, was ich euch vorlese. Für die, die mich nicht mehr hören können und auf lautlos stellen wollen. Also, Duziak heute noch nicht im Aufgebot, trainiert aber schon mit der Mannschaft mit. Hat man ja gestern gesehen, hatte noch Welpenschutz beim Torschuss-Training, beziehungsweise bei der Torschuss-Challenge. Aber trainiert wieder mit, konnte leider nicht zum gehörte leider nicht zum Aufgebot heute. Das war ein Spielertyp, der für dieses System mit der Dreierkette uns meiner Meinung nach absolut gefehlt hat. Fuerte schreibt jetzt schon, bevor wir uns das Interview durchlesen, die sollen Duziak mal seinen Vertrag verlängern, halte viel von ihm, ich auch. Ich würde mich auch jetzt langsam drum kümmern. Es soll ja wohl Optionen bei ihm geben. Ne? Wenn man Transfermarkt.de Glauben schenken möchte, gibt es eine Abstiegs- und eine Aufstiegsklausel oder Kausel, wie mein guter Freund Mappy immer zu sagen pflegt. Ich weiß zwar nicht, was die Abstiegsklausel beinhalten soll, vielleicht, dass der Vertrag aufgelöst wird. Was wäre dann aber, wenn wir in der Liga bleiben? Ich habe keine Ahnung. Wir werden es ja sehen, vielleicht braucht es ja auch gar keine Verlängerung, weil es sowieso eine Ein- oder Zwei-Jahres-Klausel gibt. Wir werden es erfahren, aber ich gehe da mit. Auch mit den wenigen Eindrücken, die wir erst von ihm hatten, würde ich auch mit ihm verlängern. Nicht zu jedem Preis, aber ich denke mal, der wird nicht so krass teuer sein, weil sein Vertrag ja vorher in Fürth aufgelöst wurde. Ja. Gehen wir mal los. Auf dem Weg zurück. Als der Mannschaftsbus am Sonntag auf die Zielgerade einbog, um unsere Spree-Athaner an ihrem Domizil in der Region Murcia, heißt es so, Murcia, abzuliefern, beschlich Jeremy Duziak schnell eine gewisse Ahnung. In der Auffahrt kam mir alles irgendwie bekannt vor. Das nennt man Déjà-vu. Ich war mir direkt sicher, dass ich in diesem Hotel schon einmal gewesen bin, verrät der 28-Jährige. Und tatsächlich im Winter 2015, gut nachrecherchiert, residierte der Allrounder mit Borussia Dortmund an der spanischen Südostküste. Damals übrigens auch Linksverteidiger gewesen. Nun verschlug es den gebürtigen Hamburger also mit unserem Hauptstadtclub hierhin. Die Bedingungen und das Wetter sind top, resümiert unsere Nummer 19. Der eine andere Rückkehr aber noch mehr Freude bereitet. Okay, ja doch, jetzt verstehe ich's. Nach langer Verletzungspause mischt der Hertaner allmählich endlich wieder im Training an der Seite seiner Kollegen mit. Seit dem Duell mit Ex-Club FC St. Pauli Ende September bestritt Duziak aufgrund... So lange ist es schon her? Oktober, November, Dezember, über 3 Monate. Ich weiß auch noch genau, da hatte mir jemand erzählt, dass er ja, sich einen Fuß gebrochen hat oder irgendwas Schwereres da ist und Hertha hatte das irgendwie gar nicht kommuniziert. Dann sind wir nämlich nach Schalke gefahren und haben erst gar nicht gesagt, dass er fehlt. Da hat er dann gefehlt. Ich weiß gar nicht, warum die so ein Geheimnis die ganze Zeit darum gemacht haben. Vielleicht, weil man nicht sagen wollte, dass es doch lange dauern wird, weil er ja dann einer von vielen war, die auf dieser möglichen zentralen Kreativposition länger ausfällt. Ich habe keine Ahnung oder man war sich einfach nicht sicher. Ja, aufgrund einer Fußblessur kein Pflichtspiel mehr für unsere alte Dame. Seine Übungseinheiten absolvierte er demzufolge auch individuell. Es war mehr als eine einfache Prellung. Hinter mir liegt eine sehr lange Leidenszeit. Die Verletzung musste erst einmal heilen, bevor ich mit der Belastung beginnen konnte. Im Anschluss folgte der Wiederaufbau, erzählt der tunesische Auswahlspieler. Inzwischen kommt der Blau-Weiße seinem Comeback näher. Einfach wieder auf dem Platz stehen, mit den Jungs kicken und ein Teil der Mannschaft sein. Das fühlt sich sehr gut an, sagte der Linksfuß, der erst im vergangenen Sommer zu unserem Hauptstadtclub
gewechselt war und sich auf Anhieb einen Stammplatz ergattert hatte. An alle, die jetzt hier neu reingekommen sind, grüßt euch recht herzlich hier zu diesem XXL-Stream. Schnell eingelebt in Team und Stadt. Zuvor lief Duziak für Hatayspor auf. Aufgrund eines schlimmen Erdbebens in der Türkei zu Beginn des vergangenen Jahres zog sich der Erstligist im Laufe der zweiten Saisonhälfte jedoch vorübergehend aus dem Wettbewerb zurück. Ich habe mich zu Beginn gefragt, wie es wohl sein wird, wieder mit anderen Trainieren und Zweikämpfe zu bestreiten. Aber ich glaube, dass ich mich ziemlich gut eingelebt habe. Die Jungs haben es mir auch einfach gemacht, blickt der 1,76 Mann, der wohl so links hinten als auch im zentralen Mittelfeld zum Zuge kommen kann, auf seine Anfänge mit der Fahne auf der Brust zurück. Also eine Sache kann man auf jeden Fall sagen, Lukuki hatte von Anfang an schon gegen ihn keine Chance auf der Position, was sich natürlich nicht verbessert hat, nachdem Seevolk auf links dann auch gespielt hat und dann eben auch noch Karbovnik da war. Aber gegen Duziak, der sogar weniger Spielzeit hatte als Lukuki, der war ja immerhin zu Hansa Rostock ausgeliehen, wo er sich auch nicht durchgesetzt hat im letzten Jahr. Lukuki hatte gegen Duziak absolut keine Chance, also auch gerechtfertigt, weil Duziak es wirklich gut gemacht hat. Ich frage mich auch, was ist, wenn der, ich glaube, dass seine Lieblingsposition schon eher zentraler ist, also was heißt, ich glaube, ich habe ihn gefragt, als ich ihn damals da getroffen habe mit Dennis. Und wenn der mal länger zeitig fit bleibt und lange da spielen kann, ich glaube, da kannst du sogar noch viel mehr von ihm erwarten, als man bisher gesehen hat. Seine neue Heimat hat Duziak seitdem ebenfalls lieben gelernt. Wenn ich früher mal in Berlin war, dann höchstens ein paar Tage. Da fand ich alles immer viel zu groß. Aber mittlerweile muss ich sagen, dass die Stadt zum Leben echt toll ist. Ganz besondere Anziehungskraft übt auf den Herr Tana natürlich das Olympiastadion aus, natürlich. Allerdings musste sich der frühere Deutsch-U-Nationalspieler zuletzt in unserem Wohnzimmer zu oft mit der Zuschauerrolle begnügen. Als moralische Unterstützung war er dennoch immer anwesend, gibt ohne Umschweife jedoch zu, jedes Spiel war schmerzhaft. Ich hätte natürlich viel lieber auf dem Platz gestanden, auch weil ich beim Zuschauen nervöser bin als beim Spielen. Allen voran betrifft das Achtelfinale im DFB-Pokal gegen den Hamburger SV, ebenfalls ein ehemaliger Club des 28-Jährigen. Das kann ich mir vorstellen, dass er da nicht zittrig, aber hibbelig auf der Tribüne saß, wie wir alle. Vor allem, wenn er dann so selber eigentlich am liebsten eingreifen wollen würde. Berlino schreibt, Duziak bringt irgendwie eine Aura mit. Ja, und vor allem auch eine sehr gute Ballkontrolle. Und das ist was man sich ja wünscht. Eine selbstbewusste Ballkontrolle, auch mal zum Dribbling anziehen. Selbstbewusstsein einfach mit dem Spiel am Ball. Und wie gesagt, ich glaube, das kann sogar noch besser werden, wenn er längerfristig Stammspieler ist, weil eben die Jahre davor auch nicht viel Spielzeit gehabt. Stattdessen, so Einsätze bei den Tests müssen wir noch besprechen, also bis jetzt nicht, höchstens dann eben gegen Rangers FC. Stattdessen standen im Herbst immer wieder Behandlungen und Einzeltraining auf Duziaks Programm. Das ist schon ein bisschen langweilig, erklärt der Rekonvaleszent schmunzelnd. Dabei stellen sich die Herausforderungen, immer dran zu bleiben, nicht die Geduld zu verlieren und sich selbst zu pushen. Das ist nicht zu unterschätzen, unterstreicht unsere Nummer 19, für die es nun darauf ankommt, Spielpraxis zu sammeln. Ob Einsätze bei den Tests gegen KV Mechelen sowie gegen den Rangers FC ist dann am 13.01. Samstag 16 Uhr bereits im Bereich des Möglichen liegen, bleibt abzuwarten. Das müssen wir noch genau besprechen, betont der Linksfuß, der hinzufügt, sollte ich ein paar Minuten bekommen, dann könnte auch Düsseldorf ein Thema werden. Die Fortuna empfängt unsere alte Dame am 21. Januar zum Rückrundenauftakt. Hier könnt ihr euch übrigens nochmal Tickets besorgen. Kommt alle zum Spiel gegen Düsseldorf, wird gleich ein ganz, ganz wichtiges, wie man in die Rückrunde reinstartet, was ja häufig in den letzten Jahren nicht so optimal verlaufen ist und mir jetzt schon wieder Angst und Bange bereitet, wenn ich da die einigen Schwarzmaler sehe, die in den Kommentaren schon wieder schreiben, ja, wir starten erstmal mit drei sieglosen Spielen rein, weil dann hättest du ja das Gleiche wie in den letzten Jahren häufiger mal, oder eigentlich seit ich Hertha-Fan bin, sehr, sehr häufig, dass man in so viel Hoffnung in die Rückrunde legt und dann gleich am Anfang den Hype eigentlich verliert.
Zuvor gilt es aber, die verbleibende Zeit in Spanien bestmöglich zu nutzen. Nicht nur auf dem Platz. Wir kommen sehr eng zusammen, verbringen noch mehr Zeit miteinander als sonst und reden auch über Dinge neben dem Fußball, berichtet die Allzweckwaffe. Gemeinsam schwören sich unsere Jungs im Trainingslager auf die kommenden Aufgaben ein. Für uns als Mannschaft wird es wichtig sein, konstant zu bleiben und den ein oder anderen Sieg mehr zu holen. Ja, in der Rückrunde jetzt wohl gemeint, da geht es jetzt nicht um die Testspiele. Erklärt der vielseitig einsetzbare Akteur. Es ist so geil, wie hier Erik Schmidt hat das geschrieben, wie er jedes Mal eine andere Beschreibung für Duziak findet. Ich persönlich möchte in allererster Linie gesund bleiben. Außerdem freue ich mich darauf, einfach wieder in vollen Stadien Fußball zu spielen. Skizziert Duziak, der sich auf seinem ganz eigenen Weg zurückfindet. Okay, es war gar nicht so eine Art Interview, es war eher so eine Zusammenfassung über seinen Leidensweg. Ich dachte, es wäre wirklich so Frage-Antwort-Interview, aber trotzdem ganz interessant. Ich wünsche unserem Duziak nur das Beste. Ich gucke jetzt nochmal kurz, wie viele Spiele er jetzt tatsächlich für uns gemacht hat. Das habe ich nämlich gar nicht mehr im Kopf. Also, es waren nur 8 dann am Ende in der Liga. Ja, und dann kam die Verletzung Ende September und 1 im Pokal, wo er auch eine Torvorlage beigesteuert hat. Ja, wünschen wir ihm auf jeden Fall alles Gute. Hier steht, wie gesagt, Vertragsoption Auf- und Abstiegsklausel. Steht aber nichts genauer erläutert dazu. Okay. Also ein bisschen was wurde ja vom Kurier da schon auch aufgegriffen zu. Die Medienrunde von Palko Dardai, wo er ja unter anderem auch gesagt hat, warum sollte man Hertha verlassen? Macht ja gar keinen Sinn im Moment. Bezogen auf Bence Dardai, wo ja heute wieder das Gerücht aufgeploppt ist mit Gladbach, wem auch sonst. Wir brauchen mal echt so ein Schild, ne? Gladbacher müssen draußen bleiben. Vorm Trainingsgelände. Das wäre vielleicht ganz gut. So, ich hole mir nochmal was zu trinken, damit ich hier well prepared bin für die nächsten Videos und dann geht's weiter. Erstmal mit Palko, dann mit Kuchno und dann noch Transfer-Update. Das sei denn, Balu muss vorher mal kurz raus. Also, wir sehen uns in 30 Sekunden wieder. Ja, irgendwie wird die Heizung hier nicht warm in diesem Zimmer. Bin schon auf 6 hier. So. Ganz herzlich, dein Michael P. Punkt. Yay, 1892, danke für dein 10 Monate Prime-Abo, du geiler Typ. Hast gelogen, waren 75 Sekunden. Lüge, 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 Lüge. So, Interview wieder mit dem geilen Filter. Vera Krings ist als Backup auch dabei. Palko Dardai wieder auf dem Trainingsplatz. Medienrunde, wen sehen wir denn hier? Paul Gorgas? Ist das Paul Gorgas, Bild BZ? Die anderen beiden kann ich nicht erkennen. Wir legen los. Das ist die Vera, ja. Das ist die Vera. Ziemlich lange Trainingseinheit heute. Wie war es? Wie ist insgesamt hier das Trainingslager von den Bedingungen her für dich? Von den Bedingungen her super. Schönes Hotel, schöne Anlage, gute Plätze.
Ey, der ist auch so erwachsen irgendwie geworden, wenn ich mich so zurückerinnere an seinen ersten Profi-Einsatz bei uns. Auch die ganze Körperstatur, wie die sich entwickelt hat und so, Gesichtszüge. Ich weiß nicht, ein ganz anderer Mensch schon irgendwie geworden, ne? Für mich persönlich ist es auch wieder schön, wieder diese Luft zu schnuppern mit der Mannschaft. Na, als Backup, falls irgendwelche Fragen nicht perfekt geklärt werden können von Palko Dardai. Hast du dich da wieder ein bisschen dran gewöhnt oder ging das eigentlich direkt wieder? Ja klar, ich war jetzt länger raus gewesen, 3,5 Monate glaube ich. Und da musste ich konditionell viel arbeiten in der Weihnachtspause. Aber jetzt die ersten 3-4 Tage merkt man schon, dass es noch nicht ganz rund läuft. Aber es kommt alles mit der Zeit. Wie fühlst du dich, bei wie viel Prozent? Schwer zu sagen, 70. Ich hoffe sehr. Ich finde, Berlin hat geil, ja. Ich finde, dass man, also wir, ich schließe mich da auch selber nicht aus, aber dass wir, oder man einfach, ich sag's mal allgemeiner, dass man eigentlich erst gemerkt hat, wie er uns gefehlt hat, als er weg war. Als er gespielt hat, habe ich ihn auch geschätzt, auch für die Standards und so weiter, aber man hat jetzt nicht gesagt, war überragend. Wobei auf der 10 hat er mir schon deutlich besser gefallen als auf dem Flügel. Aber seit er weg ist, merkt man, gut, dass auch so viele auf einmal ausfallen, ist auch nicht üblich, aber seit er weg ist, fällt einem erstmal auf, wie er uns doch auch fehlt, genau mit den Fähigkeiten, die er mitbringt. Also ich freue mich auf jeden Fall, wenn er wieder auf dem Platz steht und bei 100% vor allem ist. Klinsmann hat ihn zuerst eingesetzt. Boah, das weiß ich, nee. Ich glaube, das war noch früher. Warte mal, der ist jetzt, das könnte ich nachgucken, ich kann mal kurz nachgucken, Palko Dardai. Ich glaube, das war noch früher. Ich glaube, das war noch in der Pal Dardai-Zeit. Könnte auch ein anderer Trainer gewesen sein, aber ich glaube, es war vor Klinsmann. Bin mir fast sicher, dass es vor Klinsmann war. Wir gucken mal. Er hat jetzt für Hertha 19 Spiele in der ersten Mannschaft gemacht. Und das erste Spiel, nee, das war deutlich vor Klinsmann, glaube ich. Nicht im Kader, nicht im Kader, nicht im Kader. Ohne Einsatz, aber im Kader, ohne Einsatz. So, das erste Spiel müsste gegen Augsburg gewesen sein. 2018. Wer war 2018 Trainer? Das kann ich jetzt... doch, Pal Dardai. Hat unter Pal Dardai debütiert vor 5 Jahren. Beziehungsweise bald 6 Jahren. Ja. Hat sein Debüt unter Paar gegeben, hat ja auch schon Euroleague gespielt, genau. Aber krass anderer Typ im Vergleich zu früher. Das heißt, machst du noch ein paar extra Einheiten mit Gruppe, ja, oder was ist da der? Alles, ja. König schreibt als Außenstehender, ich fand, man hat es enorm gemerkt, weil auf der Position sehr viel probiert wurde und da ganz unterschiedliche Typen aufgelaufen sind eben. Und keiner hat es aber irgendwie geschafft, den gleichen Impact zu bringen wie Palko. Am meisten, das ist das Gegenteil von profitieren, am meisten darunter gelitten, also klar, unser gesamtes Offensivspiel, unsere gesamte Mannschaft, aber hat vor allem auch irgendwie Tabakovic davon, ne? Weil der halt mal einer war, der ihn flach in die Tiefe ins Zentrum angespielt hat. Das heißt, machst du noch ein paar extra Einheiten mit Gruppe, oder was ist da der alles, Plan? Ja. Die sind dann zwischen den Einheiten, oder wie macht ihr das? Je nachdem, wie der Fuß sich anfühlt. Also zum Beispiel gestern hatten wir auch Doppeltraining, da habe ich vormittags die Einheit komplett mitgemacht, nachmittags nur halb, dann war ich nochmal bei Kuchen. Und ja, wir gucken dann, wie wir die Belastung steuern. Glaubst du, es reicht für Düsseldorf? Werden wir sehen. In der Winterpause war auch ein bisschen Dartspielzeit. Da habe ich gesehen, dass alle drei Brüder da ein bisschen zugeguckt haben beim Finale. Wer ist denn der Beste an der Scheibe von euch? Ich muss sagen, Martin und ich, wir sind, das ist ein heißes Kopf-an-Kopf-Rennen. Danach kommt Benze. Jonjo Kenny war ja auch dabei gewesen. Aber ja, ich denke mal, Martin und ich sind so auf einem Level. Jonjo hat so krass, wie sich auf einmal dieser Dart-Hype kam aus dem Nichts. Ich habe nie mitbekommen, dass so ein Hype um Dart war. Ich war schon immer Dart-Fan, war auf jeden Fall. Aber bei euch haben ja auch viele auf einmal Dart geguckt, ne? Ich habe keine Zeit, mir noch eine nächste Sportart anzulächeln. Aber krass, also Dart selber spielen, ich habe zwar keine Ahnung, aber macht mir auch Spaß. In einer Kneipe, in einem Restaurant. Wenn jemand zu Hause einer hat, spiele ich auch gerne Dart. Aber dass ich mir das jetzt angucke, weiß ich nicht. Ein bisschen Vorerfahrung mitgebracht, oder wie ist der? Nee, der ist tatsächlich in der ersten Runde schon rausgeflogen. Gegen Paul Neuendorf. Ja. Das ist alles.
Du bist jetzt 20 Euro ärmer, glaube ich, haben wir gerade festgestellt. Wie war noch so der Abschluss der Trainingseinheit? Jeremy Dudziak und ich hatten Welpenschutz, also bei uns hat nicht gezählt. Deshalb zählen die 20 Euro nicht. Beim nächsten Mal vielleicht. Wir sind leider noch nicht ganz so weit. Ja. Kannst du das noch einmal erklären, wie das funktioniert hat? Ich habe das halt nur verstanden. Also das sind hier die wirklich wichtigen Fragen. Wie hat das funktioniert? Hast du das Geld jetzt bar übergeben, überwiesen? Kannst du das steuerlich geltend machen? Oder war es doch eine PayPal-Überweisung, Sofortüberweisung oder doch erst zum nächsten möglichen Zeitpunkt? Das würde mich nochmal genauer interessieren. Das sind nämlich hier die entscheidenden Fragen. Ja, also ich will sogar euch gar nicht absprechen, aber es gab viele, von denen ich, also jetzt aus meinem Bekanntenkreis, ne, gab jetzt viele, ich so dachte, wann interessiert der sich für Dart? Aber ja, wenn man kann ja auch Sachen neu entdecken. Ist mal krass, wie so eine Hypes dann entstehen. Also früher war sowas, so Dart war, also als ich klein war, ne, also vor etlichen Jahrzehnten, da war Dart irgendwie für mich auf einem Level mit Snooker, so auf Eurosport. Es lief nachts. Hat keiner groß geguckt irgendwie. Mit ja, quasi wann, wie die Form? Ja, genau. Naja, wir haben ja drei Torhüter und musst du halt ein Tor aus den drei Durchgängen schießen. Und wer keins gemacht hat, der musste 20 Euro zahlen. Ja, danke. Ja, ich glaube, du bist ganz happy, jetzt wieder auf dem Platz zu stehen. Hast du ja schon gesagt, wie waren die Monate, wo du zugucken musstest? Wie sehr hast du vielleicht mitgelitten? Und wie ging es dir auch persönlich? War eine schwerere Verletzung? Hast du auch ein bisschen gezittert, wann komme ich wieder rein, wie lange dauert das jetzt noch, wie hast du es erlebt? Ja, es war eine blöde Verletzung, ja. Ich wurde zweimal operiert und bin auf jeden Fall froh, jetzt wieder dabei zu sein. Das habe ich gar nicht mitbekommen, dass er zweimal operiert wurde. War das so öffentlich? Habe ich es einfach nur überlesen, weil er sowieso so lange ausgefallen ist? Ist auch Spaß, aber wie gesagt, ich bin noch nicht ganz so weit. Ich brauche noch ein paar Einheiten, bis ich wieder bei 100% bin. Ist es jetzt auch so Safety First, dass du wirklich Schritt für Schritt erstmal gucken musst, nicht zu schnell zu viel belastest? Ja, es ist immer so nach so einer Verletzung. Der Kopf spielt dann auch eine wichtige Rolle. Man denkt sich immer im Kopf so, ja, kann ich noch nicht. Aber dann, es dauert einfach ein, zwei Wochen, bis man dann wieder so komplett drin ist. Wie viel Geduld musstest du da mitbringen die letzten Monate? Bist du ein Mensch, der dann auch sagen kann, okay, ich nehme jetzt die Zeit oder? Ja, viel Geduld natürlich. Ich will immer spielen. Aber bei so einer Verletzung muss man auch einfach klug sein. Meine andere Frage, bin noch recht neu. Wer ist denn der Dennis, mit dem du immer talkst? Ein Freund von mir. Ein Freund von Markus, Hammer Graphics. Einfach ein richtig geiler Typ. Eine richtig geile Sau. Und der ist des Öfteren in Trainingslagern. Also macht dann da auch Urlaub. Diesmal hat er Markus mitgenommen und Manne. Auch so aus der Gruppe. Den habe ich durch Dennis zum Beispiel kennengelernt. Markus und ich kannten uns vorher durch YouTube. Dennis habe ich im Endeffekt auch durch ein Community-Treffen kennengelernt. Und genau, der ist auch immer am Dienstag macht, falls du Hertha Strickloge kennst, die haben Dienstag um 19:30 einen Talk und ich habe mittwochs immer mit Flo von der Strickloge einen Talk und bei Flo am Dienstag um 19:30 ist auch Dennis immer am Start und dann unterhält er sich immer mit ihm über Fußball, über Hertha halt. Jetzt nicht nach, keine Ahnung, zwei Monaten da alles. Ja, es sind irgendwie nicht so wirklich tiefgründige Fragen, ne? Bei einem Spieler, der so lange weg war. Wieder auf dem Platz wollen und alles machen. Aber muss man sich halt Zeit lassen und ansonsten kommen Muskelverletzungen oder andere Verletzungen. Und darauf habe ich keine Lust. Also so dein größtes Ziel ist natürlich wieder zu spielen. Jetzt gibt es ja auch taktisch vielleicht ein bisschen Anpassungen. Auch jetzt sehen wir hier vor Ort, dass sich da was entwickelt. Wo siehst du dich vielleicht perspektivisch in der Rückrunde? Willst du den Flügel weiter beackern? Bist du weiter im Zentrum? Vielleicht mit der Fünferkette hinter dir? Also wir spielen jetzt mit der Fünferkette, da habe ich selten in meiner Karriere den Flügel gespielt, den Außenverteidiger, meistens dann den Stürmer oder den Zehner. Und wo fühlst du dich am? Wir spielen jetzt, das hat er ja gesagt, vor dem Testspiel, wir spielen jetzt Dreierkette. Hört sich fast so an, als ob das wirklich auch geplant ist fürs erste Spiel gegen Düsseldorf. Aber wenn die Dreierkette so funktioniert wie heute, dann würde ich fast sagen, bitte nicht Dreierkette. Oder ja, wenn Palko und Dudziak dabei sind, sieht es vielleicht nochmal anders aus. Vielleicht kann man auch 3-4-3 machen, das wäre dann vielleicht auch nochmal angebrachter. Aber nee, also heute hatte man eher das Gefühl, dass so wie das Material gerade da ist und wie die Spielidee dann ist, ja, wie man die Wege in die Offensive sucht über das 3-4-1-2, also da sah es jetzt nicht besser aus als mit dem 4-2-3-1.
Hast du mitbekommen, dass ein Sona im Testspiel gegen Hertha 06 sein erstes Tor für Hertha gemacht hat? Nee, für welches Hertha? Dennis, der Logenbruder, genau, eine Loge hat er auch noch. Der Dennis ist ein sehr, sehr ja, großzügiger Typ auf jeden Fall. Bin jetzt natürlich nicht mehr so dicht dran, aber aus Kieler Zeiten kenne ich Reza als spielmachenden Flügelspieler, der Angriffe lieber mit Platz vor sich selbst auslöst, als Laufwege in die Tiefe anzubieten. Darunter leidet dann auch der nominelle Zehner, weil er eine Anspielstation weniger hat und Aktionen an den Flügel abgibt, war immer Fluch und Segen. Ja, ich fand eigentlich fast, dass Reza das bei uns ein bisschen anders gemacht hat. Der hat mir manchmal sogar zu viel die Linie gehalten dann außen. Der Fabi Reza. Ich hätte mir sogar öfter gewünscht, dass er noch inverser spielt, was er gar nicht mehr so oft gemacht hat irgendwie. Was ja auch gut ist, die Breite zu halten einerseits. Aber bei seiner Abschlussqualität und seiner Torgefahr wünscht man sich fast, dass er noch näher am Tor dran ist. Also du könntest ja auch 3-4-3 spielen und Reza als linken Stürmer, wenn du dann wirklich mit Dreierkette durchziehen willst, auch wenn er wieder da ist. Aber Reza linke Schiene würde ja auch gehen. P-Block bester Mann, ja, der ist da immer... Dennis ist da immer, ach, das kann ich hier nicht erzählen, ist auf jeden Fall ein absoluter Ehrenmann. Ach, komm, das muss, aber der macht echt viele tolle Sachen für viele Menschen, inklusive mich, und ist ein ganz, ganz liebenswürdiger Mensch mit einer ganz tollen Familie. Und dem gönnt man alles nur von Herzen. War bei uns letzte Saison teilweise crazy, dass sich kein Spieler mehr etwas getraut hat, bevor einmal Reza am Ball war. War das so? Hast du das Gefühl, dass Kiel jetzt stärker ist ohne Reza? Im Kollektiv, meine ich. Ich würde sogar sagen, dass Reza in der Rolle bei uns irgendwie nochmal eine Schippe draufgelegt hat im Vergleich zu letzter Saison. Ich habe ihn ja viel beobachtet letzte Saison, weil ich ja dann auch früh wusste, dass er zu uns kommt. Er hat letzte Saison vielleicht seine beste Saison gespielt, seit er Profi ist. Aber ich finde die Saison fast noch krasser. Weil er noch mal mehr gereift ist. Sunday Records, danke für dein Stufe 1 Abo. 8 Monate am Start, du geiler Typ. In dem System auf der 10. Und in einem anderen? Ja. Das ist mir echt egal. Ich bin flexibel. Rechts, links, 10. Hauptsache im Mittelfeld. Also er will keine Schiene spielen, habt ihr verstanden, ja. Bloß, dass Paul nicht auf die Idee kommt, ihn auch noch auf der Schiene auszuprobieren. Auch den Druck, wenn jetzt Niederlechner rot gesperrt fehlt noch, auch für dich ein bisschen, weil du wärst ja eigentlich quasi die Idealbesetzung dann für seine Position. Ja, ich mache mir jetzt überhaupt gar keinen Druck. Ich möchte erstmal wieder bei 100% sein, komplett schmerzfrei sein und dann werde ich natürlich wieder angreifen. Wie ist jetzt die Überlegung? Ihr wollt natürlich taktisch flexibler sein. Ist klar, ihr startet jetzt mit 5er-Kette in die Rückrunde rein? Oder ist das so die Überlegung jetzt auch vielleicht durch den Fabian Riese-Ausfall? Wo sind die Pläne? Was ist so gerade die Phase taktisch bei euch? Ja, wir üben halt jetzt erstmal diese 5er-Kette. Weil wir fragt er ihn die Fragen, als ob er Paldadei wäre, oder? Duell von den fitten Spielern her nur 1, 2. Ich glaube, mit Martin Winkler, der Bichernd ist eigentlich Stürmer. Nicht allzu viel. Das ist irgendwie so eine Frage, die man eher dem Trainerteam stellt, oder? Aber gut, kann man, klar, die müssen ja auch Bescheid wissen über die Taktik, aber das kann er jetzt nicht. Er macht ja jetzt erstmal die Vorgabe. Flügelspieler gerade da haben. Aber ist kein Problem, weil wir haben ja genug gute Spieler auch für dieses System. Ein Ausfall ist natürlich auch Fabian Reza. Wie groß ist da vielleicht auch der Schock für die Mannschaft, dass es jetzt länger dauern könnte, dass es nicht absehbar ist? Er ist ja schon ein Schlüsselspieler natürlich für euch. Ja klar, ist natürlich ein sehr, sehr guter Spieler. Aber es ist nie gut, wenn man von einem Spieler abhängt. Also wir haben sehr viele sehr gute Spieler. Das müssen wir dann noch zeigen. Siehst du dich auch so ein bisschen in der Rolle vielleicht, da reinzurutschen in die Fußstapfen, die es jetzt gerade gibt, die offenen? Ja, möchte ich auf jeden Fall. Aber dazu, wie gesagt, muss ich erstmal... Der ist so erwachsen geworden irgendwie im Vergleich zu früher. Ich bin richtig positiv beeindruckt. 100% sein. Du bist im Sommer zurückgekommen, warst knapp 3 Jahre, 2,5 Jahre nicht bei Hertha. Wie hat sich der Verein in der Zwischenzeit verändert? Hast du irgendwas festgestellt? Jetzt ist alles sehr positiv. Ich habe die letzten 2, 3 Jahre nur aus der Ferne betrachtet. Aber jetzt, ja, jeder ist sehr positiv. Alle haben Bock. Jeder, der hier ist, hat wirklich auch Lust, hier zu sein. Ey, das ist so krass, wie jeder das einfach sagt.
Boah, es hat mich auch eigentlich so genervt, dass dann Leute immer noch gesagt haben, wenn wir in den letzten Jahren als Fans immer so wirklich gemeckert haben, ja. Und klar ist es populistisch, dann immer zu sagen, die haben doch alle keinen Bock, die sind nur wegen der Kohle gekommen, die haben gar keinen Bock auf den Verein, die identifizieren sich nicht mit dem Verein. Das ist ja immer alles so Kneipentalk, ja. Aber das steht einem auch zu, als Fan Kneipentalk, finde ich, zu betreiben. Aber es bestätigt der einen Spieler nach dem anderen, dass es auch einfach so war. Und deswegen funktionieren so eine Konstrukte auch nicht. Genauso wie bei Chelsea, die irgendwie über 1,5 Milliarden in 2 Jahren ausgegeben haben, wo alles nur zusammengewürfelt ist, kein Kern entstehen kann und sich keiner identifiziert. Oder bei Wolfsburg, die immer wieder einen krassen Kader haben, aber es nie schaffen, konstant oben mitzuspielen, immer wieder hin und her. Das ist echt krass. Und hier entsteht auf jeden Fall was. Und wir haben natürlich viele Spiele vor uns und die wollen wir natürlich bestmöglich bestreiten. Aus der Ferne beobachtet und auch ein bisschen mitgelitten, weil es waren ja dann doch nicht so viele positive Sachen, die da zu sehen waren. Ja, die waren nicht ganz so positiv. Aber Vergangenheit. Ja. Apropos Vergangenheit, du hast im Interview 2018 mal gesagt, dass es so ein Traum vielleicht auch ist, so eine Vision, dass ihr drei Brüder zusammen spielt für Hertha im Lieberstadion. Das ist ja jetzt in Erfüllung gegangen, in Düsseldorf, glaube ich, war der Moment. Was hast du dabei empfunden? Ja, war eine coole Situation gewesen. Leider habe ich mich ja dann sehr früh verletzt, Benze auch, aber ich habe ja noch 2,5 Jahre Vertrag und dann gucken wir mal. Das heißt, die anderen beiden müssen an Bord bleiben damit? Ja, genau. Ich glaube, Benze hat nur noch ein halbes Jahr und Martin, weiß ich gar nicht, noch 1,5, 2. Ja. Gibt es ein bisschen Überzeugungsarbeit vom großen Bruder? Ja, sowieso. Ja. Zeigst du ihm ein paar Argumente auf, warum zwei Hertha weiter? Auf jeden Fall. Ja, die andere Möglichkeit ist ja, dass du sagst, Jungs, ich war im Ausland, ich war in Ungarn, da bin ich gereift, kann man glaube ich sagen. Ja. Würde es auch beschreiben, wahrscheinlich so. Kann ja auch sein, dass du auch als Ratschlag gibst. Muss mal eine Veränderung her. Nee, aktuell läuft ja alles gut hier. Also aktuell sollte man hier glaube ich nicht weggehen. Sehr gut. Und wie ist das in Familien? Man hört immer auf den großen Bruder. Also, gibt gar keine Möglichkeit, Benze. Dann vielleicht trotzdem noch kurz auf deine Zeit in Ungarn. Wie hast du dich entwickelt? Was hat das persönlich vielleicht auch mit dir gemacht, als Spieler, als Mensch? Ja, ich habe körperlich sehr zugelegt. Ich habe körperlich auch sehr zugelegt, aber in negativer Weise. Oh Mann, ey. Das Interview ist von Hertha hochgeladen. Da sind die Pressevertreter, ist eine Medienrunde mit Palko Dardai. Wurde auch in schriftlicher Form schon abgedruckt bei den meisten. Hatte ich auch schon in einem Video erwähnt jetzt, im letzten, glaube ich. Und jetzt gucken wir uns das nochmal gesamt an, genau. Profifußball sozusagen richtig eingestiegen, auch als Stammkraft. Viele Spiele gesammelt, auch europäisch. Und man wächst. Nicht zu vergessen, war das Euroleague oder Conference League gegen 1. FC Köln? Da war er richtig stark. Zeig mal, wo du zugelegt hast. Das ist nicht Twitch-konform. Einfach als Spieler. Man braucht auf jeden Fall Einsätze, viele Einsätze. Ja, ich bin immer ganz ehrlich mit mir. Ich weiß es ja auch, aber ich kann darüber auch lachen. Auch wenn es natürlich nicht gut ist, aber ich arbeite ja jetzt auch an mir und mache jetzt wieder 5-mal die Woche Sport. Ich hoffe, das ziehe ich auch in den härtesten beruflichen Zeiten durch, wenn man wieder so krass viel zu tun hat. Aber ich arbeite daran und bin willig, das auch wieder zu verbessern. Aber man wird eben auch nicht jünger und man muss akzeptieren, was man ist. Und wenn man gerade ein Fettsack ist, so wie ich es bin, dann muss man damit leben, dass man darauf angesprochen wird. Was sagen die Leute immer? Du bist aber breit geworden. Mhm. Ist die Ausgangslage für die Rückrunde nicht ganz so schlecht? Was meinst du, wie weit kannst du gehen, könnt ihr oben angreifen? Wir wollen auf jeden Fall so viele Spiele gewinnen wie möglich. Wir machen uns jetzt keinen Druck, dass wir unbedingt aufsteigen müssen um jeden Preis. Weil wir wissen ja, wie die Saison gestartet ist. Und natürlich hat jeder im Hinterkopf, da geht noch was. Und deshalb trainieren wir auch hart. Ist trotzdem so ein bisschen Sehnsucht als Herthaner, als Berliner nach der Bundesliga? Ja, nee, natürlich. Null. Mein Ziel ist auf jeden Fall nochmal mit Hertha Bundesliga zu spielen. Wie sehen denn die Ziele im Sommer aus, auch mit Stichwort DM nochmal? Kannst du dir darüber schon Gedanken machen so ein bisschen oder ist das noch zu weit weg, um dich damit zu beschäftigen? Ja, eben, ich bin halt leicht zufriedenzustellen. Hab eine gute Köchin zu Hause, die mir immer fantastisches Essen kocht. Und ihr kennt es ja, arabische, kurdische Küche, da geht noch ein bisschen Butter rein. Hey, was machst du denn jetzt an den Reis? Noch mehr Butter? Ja, das schmeckt besser.
was kommt denn jetzt in die Nudeln noch mehr Öl? Ja, es schmeckt besser. Ich sage, ich brauche kein Öl, ich brauche keine Butter. Kann ich einfach nur Reis oder Nudeln haben? Nee, schmeckt besser. Da wird auch Butter an Butter rangemacht. Aber es schmeckt auch wirklich besser. Aber so kannst du natürlich nicht abnehmen. Da kannst du das größte Fitnessessen machen. Wenn du überall Butter ranschmierst, dann siehst du irgendwann selber aus wie so ein geschmolzener Butterklotz. Trotzdem so ein bisschen Sehnsucht als Hertana, als Berliner nach der Bundesliga? Ja, natürlich. Mein Ziel ist auf jeden Fall nochmal mit Hertha Bundesliga zu spielen. Wie sehen denn die Ziele im Sommer aus, auch mit Stichwort DM nochmal? Kannst du dir darüber schon Gedanken machen so ein bisschen oder ist das noch zu weit weg, um dich damit zu beschäftigen? Ja, also mein Ziel war es auf jeden Fall oder ist auch immer noch, bei der Europameisterschaft für Ungarn dabei zu sein. Da werde ich jetzt auch alles geben in der Rückrunde, viel arbeiten und am Ende kann man sich mit positiven Leistungen und mit guten Leistungen empfehlen. Aber das läuft auch wirklich, also du bist noch nicht sicher, da gab es noch keine Absprachen jetzt. Ich war jetzt 3,5 Monate raus gewesen. Ich muss auch jetzt erstmal, ich weiß, dass der Trainer auch nur Spieler einlädt, die spielen. Und da muss. Wie viele Spiele hat ein Palko mittlerweile gemacht in der Nationalelf 1 erst, oder? In der A-Nationalmannschaft. Der war ja Jugendnationalmannschaft für Deutschland. Ja, ein Länderspiel hat er. 20.11.22 ist ja auch schon über ein Jahr jetzt her. Aber wäre natürlich für ihn ein Traum, wenn er in Berlin geborener mit Ungarn die EM in Deutschland spielen könnte. Würde ich ihm auf jeden Fall auch gönnen. Aber erstmal wieder hinkommen. Gibt es da einen Stand aktuell mit der Kommunikation, mit dem Verband, mit dem Trainer? Aktuell nicht, nee. So ein komischer Vibe, das Video wirkt sehr gezwungen. Ja, aber das ist immer so bei Medienrunden. Da stehen dann vor einem Spieler, der ja auch immer noch jung ist, stehen dann da so 4 Medienvertreter, die abwechselnd irgendwie aus dem Zusammenhang gerissene Fragen stellen. Das ist nicht ein Fragensteller, mit dem du irgendwie so ein richtiges Gespräch aufbauen kannst, sondern dann fragt der was, dann fragt der was, dann fragt der das. Ist ja auch irgendwie eine etwas gezwungene Situation immer, ne? Von Weltenschutz angesprochen, wie sieht es jetzt kurzfristig aus für die beiden Testspiele? Darfst du schon mitmachen oder sagt der Trainer, nee, da sind wir noch vorsichtig? Ja, das wurde noch gar nicht kommuniziert, aber eventuell 15, 20 Minuten, mal gucken. Du hast eine gewisse Entwicklung durchgemacht, du hast unter ein paar Jahren auch schon bei Hertha gespielt, auch bei den Profis. Erlebst du ihn anders? Hat er sich in 3-4 Jahren verändert? Nee, gar nicht. Er ist immer noch genau derselbe. Also er wirkt auf uns einfach auch sehr entspannt jetzt auch. Das halbe Jahr macht, glaube ich, viel mit Positivität, mit guter Energie. Ist das so richtig wiedergegeben oder wie fühlt es sich immer? Ja, er ist immer auch positiv, hat Lust, hat Bock auf den Verein. Und das sieht man auch, reißt alle mit. Jetzt entsteht natürlich hier wieder was. Du hast in dem vom Kollegen angesprochenen Interview auch gesagt, dass du dir vorstellen könntest, bis 30 noch zu Hause zu wohnen. Wie ist da der Stand? Ja, meine Mutter kocht sehr gut. Aber ich habe jetzt auch meine eigene Wohnung und da muss ich auch leider raus von zu Hause. Wenn man mit 2 Brüdern zusammenspielt, macht man da auch privat automatisch mehr oder eher weniger aktuell? Jetzt zu dritt in Berlin, ihr seht euch auf der Arbeit. Ja, also wenn ich im Spielbetrieb bin, bin ich eigentlich immer sehr müde, da mache ich kaum was. Aber jetzt, dann wegen meiner Verletzung, war ich ab und zu mal bei den Eisbären gewesen. Das war cool gewesen. Aber wie gesagt, wenn ich im Spielbetrieb bin, im Trainingsbetrieb, dann ruhe ich mich nach dem Training meistens nur aus zu Hause. War nicht Paul auch und Monika, waren die nicht beide auch so eine Handballfans irgendwie? Ja, ne? Die gucken ja nach Handball. Gut, super, danke dir. Vielen Dank. Dankeschön. Er stand hier einfach nur hinten, hat er auch eine Frage gestellt? Ganz herzlich. Die Familienfragen müssen ihn bestimmt nerven bei der außergewöhnlichen Konstellation, aber verständlich die Fragen. Ja, aber irgendwann, also ganz ehrlich, wen interessiert das jetzt noch? Verbringt man noch mehr Zeit? Also irgendwann ist doch auch mal gut, oder? Naja, so.